Wir liegen zwischen Sommerschwüle im Süden und frühherbstlichem Wetter im Norden, weil eben sich immer noch zwei Luftmassen bei uns mischen. Das ist einmal die Polarluft, die hauptsächlich über Skandinavien liegt, und der heißen bis extrem heißen Mittelmeerluft, teilweise über 40 Grad im Mittelmeerraum. Und hier sehen wir Temperaturen von meistens, ja, so zwischen 20 und 30 Grad bei uns in Deutschland. Das ist unser grober Schnitt. Und die Westwindströmung, die wird vorübergehend mal angekurbelt. Da sehen wir dieses Grünliche im Norden, was eben für den Frühherbst steht, und die orangenen bis roten Farben im Alpenraum. Ja, dazwischen gibt es auch immer wieder mal Platz für längere sonnige Phasen. Das sieht man auch hier. Ansonsten Schauerwetter und auch teilweise Gewitter südlich der Donau etwa. Da gibt es schon am Vormittag ein paar Rumpler mit Platzregen und ein paar Böen. In der breiten Mitte mal Sonnenschein, mal dichte Wolken. Dichte Wolken eigentlich komplett. Im äußersten Norden Deutschlands ab und zu fällt hier Regen, das Ganze teilweise schauerartig verstärkt. Und am Nachmittag kommen dann hier im Nordwesten noch einzelne Gewitter dazu. Schauer, Gewitter verbreitet im Süden Richtung Alpen, und auch zwischen Hessen, Thüringen und Sachsen bilden sich einzelne Schauer und Gewitter. Am freundlichsten, am längsten trocken ist es wahrscheinlich dann am Nachmittag im Saarland und auch in Rheinland-Pfalz. Und hier sehen wir, wo die meiste Energie in der Luft ist, nämlich direkt am Alpenrand. Hier bilden sich die kräftigsten Gewitter. Die Temperaturen dann, die Höchstwerte am Nachmittag um die 30 Grad im Süden, wenn längere Zeit die Sonne scheint, kaum 20 Grad in der Küstenregion. Der Wind teilweise lebhaft aus westlicher Richtung, und in der Nähe von kräftigen Schauern und Gewittern kann er durchaus stark bis stürmisch sein.